Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei Levis Cut 12. Ich begrüße euch zu einem Unboxing heute mit dem Film Willkommen im Wunderpark. Ja, ein Animationsfilm, der noch ziemlich neu ist. Ich glaube, vielleicht einen Monat alt oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht es nach einem sehr coolen Film aus. So mit Vergnügungspark und die ganzen Tiere. Und hier oben sehen wir mit der Stimme von Lena. Haben sie natürlich hier drauf gedruckt. Hätte jetzt nicht sein müssen. Gut, wenn ich jetzt Lena sehe, dann erinnert mich das an die 2010er Eurovision, Freunde. Falls ihr das gesehen habt. Lena hat durch die Unterstützung mit Stefan Raab den Sieg bekommen. Obwohl als zweiter Manga mit We Could Be The Same viel, viel besser war. Und selbst Deutsche haben das zugegeben. Jeder weiß, das Manga hätte da siegen müssen 2010 mit We Could Be The Same, ja, für Türkei. Nicht nur, weil es Türkei ist, sondern die haben generell, die Show war super, der Song war super. Ihr könnt ja mal Clips dazu anschauen, Freunde. Mal schauen, vielleicht werde ich so einen Link zu Eurovision 2010 verlinken. Die hätten wirklich den ersten Platz verdient gehabt. Naja, gut. Kommen wir zum Film, Freunde. Willkommen im Wunderpark. Da habe ich mir auf DVD geholt. Warum? Weil, werde ich hier gleich sehen. Hier an der Seite sehen wir die kleine June. Ja, und die, ja, was sind das? Bienen? Affen? Affenbienen? Freunde, Stachelschwein haben wir, Bär, Wildschwein, alles mit dabei, was einen schönen Animationsfilm ausmacht. So, dann schauen wir mal. Angeschnallt, ein tierisches Animationsabenteuer wartet auf euch. Die kleine June ist ein fröhliches Mädchen mit einer lebhaften Fantasie. Eines Tages entdeckt sie mitten im Wald einen magischen Vergnügungspark. Den Wunderpark. Neben aufregenden Achterbahnen und sprechenden Tieren bietet er auch sonst alles, was ihr Herz begehrt. Aber irgendetwas stimmt nicht. Es herrscht Chaos und der Park scheint in Gefahr zu sein. June erkennt schnell, dass dieser wundervolle Ort durch ihre eigene Vorstellungskraft entstanden ist und somit auch nur sie ihn retten kann. Sie verbündet sich mit den Tieren und hackt einen Plan aus, um den verwunschenen Park zu bewahren, um ihn den Zauber wiederzugeben, den sie sich einst erträumt hat. Ja, klingt doch ganz nett. So von Animations her, ich denke, ist es eher für eine jüngere Zuschauerpublikum geplant, aber ich denke, das kann jeder Familien oder jeder eigentlich, der Animations mag, auch anschauen. Hier sehen wir den Wunderpark, Freunde. Wundere mich gerade, was das für ein Park ist. Phantasialand? Disneyland? Könnte alles sein. So, der Film ist ziemlich kurz, finde ich. Hat auch ein komisches Format. Seht ihr? Sprachen sind Deutsch, Englisch, Spanisch und Türkisch in 5.1 Dolby Digital. Die Blu-ray-Version hat leider kein Türkisch drauf, deshalb muss ich zur DVD-Version greifen. Untertitel haben wir auch Deutsch, Englisch, Spanisch und Türkisch. Das Ganze wurde released von Paramount Pictures und jetzt machen wir das Ganze mal auf hier. Ja, so neue Animationsfilme mag ich einfach sehr. Das Ganze hat mich 7,99 minus Gutschein, also ungefähr, unter 7 Euro kostet eigentlich. So, die DVD ist leider glitzernd. Ich sehe hier auch gerade Nickelodeon. Was hat Nickelodeon damit zu tun? Okay, Paramount, die haben doch, okay. Und wir haben sogar Special Features. Steht das hier drauf? Habe ich gar nicht gesehen, Freunde. Nö. Irgendwie steht es nicht drauf. Nur auf der DVD drauf. Special Features sind drauf. Und das Ganze hat ein Wendecover. Wäre schön ohne Lena. Wenn ich Lena sehe, dann muss ich an die
Eurovision 2010 denken? Ich meine, ihr Lied war cool, aber Manga hat wirklich die Veranstaltung gerockt, Freunde. Das war Hammer. Und auch die Show. Also, ich werd wirklich mal einen Link zu Manga verlinken, wie sie da aufgetreten sind bei der Eurovision 2010. Wirklich hammergeil. So, müsst ihr mal schauen in der Beschreibung, Freunde. So, das ist Wonder Park, heißt ja übrigens im Original. Das war das Unboxing zu Willkommen im Wunderpark. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sag bis demnächst. Bye, bye.